Wenn eine Bronzemedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen und ein vierfacher Olympiateilnehmer, der x österreichische Laufbestzeiten sein eigen nennt, ihre Köpfe zusammenstecken, dann hat das einen Grund. Heute ist mein ungewöhnlicher Lauftreff. Heute ist ein Ausscheidungsrennen für das Refugee-Team Sportland Oberösterreich für den Linz-Marathon. Es werden zwei Staffeln gecastet und die dürfen dann mit der Einkleidung des Sportlandes Oberösterreich beim Linz-Marathon teilnehmen. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne und gute Aktion, die da vom Sportland Oberösterreich durchgeführt wird. Aus welchen Ländern kommen die Aspiranten hier, die um ein Leiberl laufen, im wahrsten Sinn des Wortes? Ja, soweit ich das mitbekommen habe, aus sehr vielen verschiedenen Ländern, aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran. Also wir haben von sehr vielen Ländern Athleten dabei und wir werden schauen, wer dann wirklich auch ausdauernd genug ist, um beim Linz-Marathon antreten zu können. In erster Linie geht es natürlich um den Flüchtlingen, die hier in ganz Oberösterreich jetzt dann schon seit einigen Zeit wohnen. Einfach zu zeigen, man betreibt miteinander Sport, man vergisst, was in, zumindest für ein paar Stunden das was war. Man hat Freude, man bewegt sich, man hat eine Teamarbeit und das ist uns das Wichtigste und deswegen die Nominierung zum Linz-Marathon im Staffelbewerb. Wir stellen zwei Staffeln und ich denke, dass wir heute einige potenzielle Läufer da auswählen können. Wir bemühen uns ja, auf breiter Ebene Aktionen zu setzen. Im Leistungssport kennt man vieles, im Breitensport und den Vereinen auch. Und neu für uns ist jetzt dieses Thema der Integration auch von Flüchtlingen. Und wir sehen hier das Thema Sport, das ganz sicher weltweit verbindet, als Möglichkeit, einen sehr, sehr positiven Beitrag zu leisten. Sport verbindet die Menschen aber nicht nur. Sport entwickelt sich gerade durch internationale Verbindungen und Vergleiche auch weiter. Auch in unterschiedlichsten Sportarten haben wir jetzt schon Erfahrungen gesammelt, wo Flüchtlinge nicht nur als Sportler tätig sind, sondern auch als Trainer mit sehr viel Erfahrung zu uns kommen. Und auch wir im Sport jetzt profitieren von dieser Erfahrung, die Flüchtlinge mit in unser Land bringen im Sportbereich. Aber eben auch, wie angesprochen, als Sportler natürlich in der einen oder anderen Sportart. Im Fußball gibt es schon sehr viele Beispiele, wo Integration stattfindet. Auch in anderen, ein aktuelles Beispiel kennen wir aus dem Volleyball, wo ein guter Volleyballer aus dem Iran bei uns in Oberösterreich bei einem Verein schon tätig ist, der Bundesliga spielt. Hier gibt es vereinzelt gute Beispiele, wo man sieht, Sport verbindet. Ja, ich bin auch in Wilsmarathon gelaufen. Ich bin in Wilsmarathon die Halbmarathon in eine Stunde, fast 25 Minuten fertig gemacht. Ja, es hat mir in Wils auch sehr Spaß gemacht. Die Initiative für diese gelebte Integration geht vom österreichischen Olympischen Komitee aus. Das ÖOC hat hier die Akzente gesetzt und beteiligt die Olympiazentren mit dieser Aufgabe, was wir wirklich sehr, sehr gerne machen. In Oberösterreich gibt es sehr viele Stellen, Dachverbände, Fachverbände, Vereine, die hier mitziehen und zusammenarbeiten. Und so ist der Weg über die Olympiazentren der richtige Weg, nämlich Sport als verbindendes Element hier für Flüchtlinge, für Breitensport, für Spitzensport zu vereinen. Für die Asylwerber ist diese Sportaktion die Riesenchance, sich sehr schnell in Österreich zu integrieren. Denn, wie schon x-fach erwähnt und unzählige Male bewiesen, Sport vereint und integriert die Menschen, egal welcher Herkunft oder welchen Geschlechts sie sind. Ja, es war sehr, sehr lustig. Laufen macht immer Spaß für mich. Ich laufe auch jede zwei Tage und ich will auch die ganze Marathon laufen, es ist sehr lustig, aber mit Herr Weitlinger heute auch, es hat mir sehr Spaß gemacht. Es ist weniger, es ist leichter. Am Anfang es war es sehr leichter, aber am Ende ein bisschen schwierig geworden. Es ist ja fast schon. Etwas gefeilt muss bei der einen oder dem anderen noch an der Laufausrüstung werden. Aber da hat mit ERIMA, einem Partner des Sportlandes Oberösterreich, schon Unterstützung zugesagt. Dann kann anstatt in Arbeitsschuhen, in richtigen Laufschuhen der Linz-Marathon in Angriff genommen werden.
Jetzt freuen sich die zwei Viererteams schon auf den 3. April 2016, wenn um 8 Uhr der erste Startschuss zum Lenz-Marathon fällt. Für die 8 Läufer aus 5 verschiedenen Nationen wird es um 9.30 Uhr ernst. Da heißt es dann Start zur Marathondistanz. Eines ist dabei sicher: Für die Asylsuchenden werden die 42.195 Meter keine Qual, sondern ein bisher nicht gekanntes Erlebnis sein. Das ÖOC und das Sportland Oberösterreich zeigen zum wiederholten Mal, dass Sport die Menschen verbindet und integriert.